Da bin ich wieder. Hallo und willkommen zu meinem Gammel-T-Shirt-Video des Tages. Wenn man schon mal dabei ist, dann sollte man mehrere am Stück drehen, dann ist man irgendwie drin. Es geht in diesem Video, wie man in der Überschrift unschwer lesen konnte, um einen Testbericht von Mascaras. Das sind jetzt exemplarisch 6 Stück. Natürlich habe ich in meinem langen, langen, langen Leben schon sehr, sehr viele Mascaras getestet, ausprobiert, gehabt, auch geliebt und gehasst, was man halt immer so hat. Und ab und an wechselt man sowieso oder es gibt die Sorte nicht mehr, die Marke geht aus dem Programm. Gibt mannigfaltige Gründe, warum man wieder eine andere Mascara holt als vorher. Und ich bin nicht bereit, mehr als 15 Euro für eine Mascara auszugeben. Deswegen habe ich keine von Helena Rubinstein zum Beispiel, obwohl ich mich die wirklich mal reizen würde, aber über 30 Euro geht's noch. Es ist nur eine Mascara, ne? Man muss sich immer bewusst sein, was man da kauft. Es ist nur Mascara. Also 6 Stück habe ich jetzt hier mal exemplarisch rausgewurzelt. Und am Ende des Videos mache ich noch ein paar Fotos. Also, nee, die Fotos habe ich schon gemacht. Die setze ich da nochmal hin. Da sieht man auf dem Foto immer, welche Mascara das ist und wie sie dann mit meinen Wimpern zusammenarbeitet. Ich habe nicht besonders lange Wimpern. Die wachsen auch gerne mal einfach stumpf geradeaus und ignorieren meine Wimpernzangenbenutzung. Und im Grunde genommen können wir froh sein, dass Nivea Kosmetik sich aus dem deutschen Markt zurückzieht. Denn das hier ist der allerletzte Mist. Das ist die Ideal Revolution Mascara von Nivea Beauté in der Farbe Black. Natürlich, ich habe jetzt nur schwarze Mascara hier genommen. Ich glaube, original kostet die so 9 Euro. 7 Milliliter sind drin. Aber warum erzähle ich das euch eigentlich? Ich will ja gar nicht, dass ihr die kauft. Die hat eine sehr schmale, sehr feste Gummibürste mit ganz kurzen Nupsis. Ist so eine Plastikbürste, wie auch immer. Die ist scheiße. Die verklumpt, verklebt, verduddelt die Wimpern, die sehen kacke aus, die kriegen keinen Schwung, die kriegen ein unglaubliches Volumen, aber nur wenn ihr nur 3 Wimpern auf dem Auge haben möchtet. Ja, Ideal Revolution, bäh. Ich habe schon echt viele Nivea Mascaras ausprobiert. Ich war eigentlich immer ziemlich zufrieden. Wie gesagt, die wird man fast gar nicht mehr bekommen, weil Nivea ja jetzt mittlerweile so gut wie überall rausgegangen ist. Platz 6. Die hier, das ist die Essence Multi Action in Pink, wechselt sich bei mir zwischen, das ist die coolste Mascara ever, vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, weil die, wie viel haben wir hier drin? 9 Milliliter, gerade mal 2,45 € kosten. Das ist unschlagbar, ist die preiswerteste von den Mascaras, die ich hier habe. Das Problem ist nur, dass die, wenn die frisch gekauft ist bei mir, zu nass und zu klumpig und zu matschig ist. Ich mache mal kurz, zeige euch mal das Bürstchen dazu. Der hat ein sehr schönes Bürstchen, nicht zu groß und nicht zu klein. Schön spiralig, finde ich super. Kann ich gut mitarbeiten. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Am Anfang ist die matschig und nass und klumpt. Also bei mir jetzt. Wenn ich die dann eine Weile weglege und warte, dass die so ein bisschen antrocknet, dann wird die super. Wenn die dann aber zu alt wird, fängt die an zu bröckeln. Das heißt, dass also bei mir das Zeitfenster, wo ich die hier benutzen kann, die Essence Multi Action, wirklich relativ kurz ist. Das gefällt mir nicht so gut. Denn auch dann machen sich irgendwann 2,45 € bemerkbar, ne? Kleinvieh macht auch Mist und so. Deswegen, also jetzt im Moment gerade hier am 5. Platz, aber manchmal ist sie auch am 2. Platz oder sogar weiter höher. Als nächstes kommen wir zur Max Factor False Lash Effect. Das ist die mit dem dicksten Bürstchen ever. Was heißt Bürstchen? Also das ist so ein Gummiknüppelchen mit kleinen Nupsis dran. Die verleiht leider kein Volumen, die macht bei mir nur Länge. Ich bin Full Lashes. Full Lashes? Nee, die ist nicht schlecht. Die ist aber auch nicht super. Die ist bei mir halt so im Mittelfeld. Die ist okay. Die ist auch natürlich auch einiges teurer als die. Die kostet hier, glaube ich, so 10, 11 Euro. Wenn man schon sehr volle Wimpern hat,
und eigentlich einfach nur noch mal ein bisschen mehr Länge haben möchte, dann würde ich die empfehlen. Ansonsten nicht unbedingt. Habe ich gerade Mittelfeld gesagt? Nee, passt schon. Nee, nee, passt schon. Okay. Als nächstes zeige ich euch die Big Drama, die neue von P2 aus dem neuen Sortiment. 5 Milliliter sind hier nur drin. Das wusste ich nicht. Kostet auch so um die 3,50 € ungefähr. Aber für 5 Milliliter, das ist ja ganz schön frech. Bin gar nicht aufgefallen. Egal. Was ich an dieser Mascara mag, ist dieser Abstreifmechanismus. Es ist ein Gummibürstchen mit sehr langen Gumminupsis. Allerdings, ja, mach ich mal. Allerdings nehmen die hier oben kein Produkt auf. Also da ist keine Mascara dran. Weswegen ich es schwer finde, sich damit die Wimpern zu tuschen, weil ich dann mit dem mittleren Teil des Bürstchens versuche, an meinen Wimpernkranz, also an den Wimpernanfang dran zu kommen, dabei diese langen Gumminoppen aber wirklich dann schon am Auge reiben und so ein bisschen pieksen. Das tut dann manchmal ein bisschen weh und das ist unangenehm. Allerdings, wenn man es geschafft hat, diese Mascara aufzutragen, finde ich das Ergebnis wirklich sehr schön. Die hält auch schön den Schwung und hat bei mir noch nicht gebröckelt. Also das ist wirklich gar nicht so schlecht. Sehr zufrieden bin ich auch mit der Catrice Lashes to Kill in der Ausführung Ultra Black. Die habe ich mir auf die Empfehlung von Knuffi 2006 geholt, weil die auch ja so komplizierte Wimpern hat wie ich. Wieso ist da jetzt ein Härchen dran an dem Bürstchen? Egal. Das ist eine relativ kurze, auch nicht zu große Bürste. Diese Mascara, finde ich, macht schönes Volumen, macht auch ein bisschen länger und hält den Schwung ganz gut. Bisher hat sie bei mir auch noch nicht großartig gebröckelt. Allerdings, wenn man ein Tränchen ins Auge bekommt oder einen Tropfen, weil es gerade anfängt zu regnen oder so, dann finde ich, löst sie sich sehr schnell auf. Das ist gut, aber damit kann ich wirklich leben. Hier sind doch tatsächlich gnadenlose 10 Milliliter drin. Und ich glaube, sie kostet so um die 4 €. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber die kann ich wirklich gnadenlos empfehlen. Ich habe es irgendwas falsch rumgehalten, so rum ist richtig. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich gut. Die trage ich auch heute. Trage ich euch heute. Trage ich auch heute. Und was ich besonders daran mag, ist, dass sie, obwohl die den Schwung wirklich gut hält, wie ich finde, dass sie die Haare nicht so hart macht. Manche Mascaras, wie zum Beispiel diese hier von Max Factor, die macht die Wimpern so hart, weil die Mascara an sich so hart wird. Das ist dann so stachelig. Und manchmal stört mich das dann. Gerade wenn man ein Haar hat, was irgendwie meint, wieder nach unten wachsen zu müssen, das hakt sich dann in die unteren Wimpern ein. Wenn die Mascara so hart ist, hat man beim Öffnen, wenn man blinzelt, immer dieses Flop. Kennt ihr das? Wenn so ein Hase hängen bleibt oder so flop macht, ach, furchtbar. Das passiert bei der hier schneller als bei der hier, weil, wie gesagt, hier die Wimpern nicht hart werden, sondern schön weich bleiben. Und der Gewinner, die Gewinnerin dieses kleinen Mini-Rankings, also eigentlich haben wir zwei Gewinner. Die Catrice ist für mich auf jeden Fall auch ein Gewinner. Ein kleines bisschen schönere Wimpern macht im Moment noch die Volume Milliner von L'Oréal. Aber weil die teurer ist als die Catrice Mascara, würde ich sagen, ist Gesamtsieger eigentlich doch Catrice. Und ansonsten, von den Fotos her werdet ihr auch sehen, ist die Volume Million Lashes mein Gewinner im Moment. Sie hat auch diesen schönen Abstreifmechanismus und dann dieses Gummibürstchen, wo die kleinen einzelnen Nupsis nicht zu lang sind, sodass man sich nicht so weh tut wie bei der P2 Mascara, sondern wo man sich gut die Augen mit tuschen kann. Wirklich Volumen kann ich jetzt nicht so sagen, finde ich jetzt nicht, aber trennt die Wimpern schön, macht Länge, hält gut. Die wird zwar ein bisschen fester als die Catrice Mascara, aber ich mag sie wirklich gerne tragen, es ist komfortabel und ja, also die hier und die hier, das sind meine Gewinner, die kann ich euch nur empfehlen.
das war's mit einer kleinen Mini-Review, Kurzüberblick, Rundschau. Auf der Suche nach der perfekten Mascara. Die Suche geht weiter für immer und immer. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.